Howdy and welcome to Barbecue Leaks. Jo, ich habe hinten an meinem Räucherofen, an meinem neuen, ein bisschen umgebastelt. Ich zeige euch mal was, da tue ich ihn dafür mal einen Aussteller. Hier ist das Licht nicht so gut und ich kann nicht außen rumlaufen. Der steht im Moment nämlich noch nicht auf Rolle. Die müssen wir erst basteln. Drauf basteln. Jo, und bevor wieder jemand fragt, muss der sein, wieso möchte der so einen Scheiß? Warum legt sich der 100 Eier, weil das kann? Na, im Ernst jetzt, es gibt halt Leute, die haben vielleicht nur Platz oder Geld für ein oder zwei Räuchergeräte, Grills, was auch immer. Und so schön, wenn man mit einem Gerät mehrere Sachen machen kann. Außerdem möchte man es einfach Spaß, ein paar Sachen zu erfinden. Sachen, die die Menschheit nicht braucht, ne? Macht ja nichts, ne? Ich hoffe, ihr habt trotzdem Spaß. Guckt mal. Ja, was haben wir gebastelt? Zum einen gehen wir mal hier in die Seite mit der glänzenden Sache. Jo, hier so Röhrchen eingeklebt, das gebohrt. Für die Temperaturfühle von der Steuerung für die Elektroheizung, ja, oder halt für das Maverick oder irgendwas. Da hatte ich keinen Bock, immer hier in der Türspalte zu klemmen. Jo, und dann hier für den Kaltrauchgenerator einen Anschluss gemacht. Einfach auch was neigeklebt, das zeige ich euch gleich. So, für den Durchlass hatte ich hier so ein Stückchen Rohr, ne, mal passend abgeflext auf Länge. Und jetzt kommt da diese HG, ja, die Schweißnaht aus der Flasche, war in der Werbung, schmeckhaft. Ich muss sagen, es ist super, das Zeug. Hier gerade das Pulver außenrum drauf streue. So, und als nächstes hier von der Flüssigkeit ein bisschen drauf tropfen. Man sieht es dann, was man so ein Bild sieht, dass es durchsichtig wird. So wie wenn man Zucker in Wasser auflöst. Ja, einfach nur so ganz leichten Tropfen, das fließt schön entlang hier. So, und wenn alles durchsichtig ist, dann war es es auch schon. Das dauert also diese chemische Reaktion ein paar Sekunden und dann ist das wirklich bullerfest. Ich habe das bei den Beilen probiert, bei dem Cutting Cracker. Ich blende es gerade mal ein. Und dann halt hier mein Sechser-Trager, ja, war ein Kondensabscheider mit den zwei Dosen und hier hinten dran halt jetzt der Kaltrauchgenerator. Alles nicht in Betrieb, ne? Keine Pumpe drauf, ist ja bloß zum Zeigen. Jo, was haben wir hier auf der Rückseite gebastelt? Ein Motor. Für was ist denn der gut? Schalten wir ihn mal ein. Jo, geht nicht, gibt's nicht, habe ich mir gedacht. Warum nicht im Räucherofen? Ach, ein Drehspieß neu. Jo, der ist noch nicht so richtig gerade abgefeilt, der dreht sich noch ein bisschen. Da muss ich mal zum Schlosser gehen, der muss das mit der Maschine machen. So mit dem Flex ist vorne die Spitze, die Aufnahme im Motor ein bisschen ungleichmäßig. Jetzt fragt sich natürlich der eine oder andere garantiert, wie kriegt man das Ding raus, wenn es heiß ist. Jo, so ein Pfeilgriff, ja, der passt hier genau rein. Ja, Vorführeffekt. So, und dann kann ich das Ding gerade so rausheben. Ja, also nicht mit. Das Hänsel oder was auch immer rein. Und dann gerade den Pfeilgriff abmachen. Ja, geht ein bisschen blöd mit einer Hand. Mit zwei Händen ist es kein Problem. Jo, und da kann man schön dann Niedrigtemperaturgarn irgendwas drehen lassen, hier ohne Auffangschüssel, klar, kennt man ja die Geschichte. Oder aber zum Schluss zum Aufknuspern. Augenblick, da brauche ich wieder beide Hände. Von da unten die Kohleschublade, die Holzschublade genommen und die passt schön hier neu. Ja, die Tür geht natürlich jetzt nicht mehr zu, aber das muss ja auch beim Aufknuspern anschließend nicht sein. Ja, nimmt man gerade von unten die Schublade, tut sie oben drüber und dann kann man schön aufknuspern. So, das war's schon wieder. Ja, Kurzvideo. Jo,
Vielleicht hat einer der andere doch Lust, an seinem Räucherofen auch irgendwas zu verändern. Ansonsten Daumen nach oben, Daumen nach unten, wie ihr gerade wollt. Bis zum nächsten Mal. Dann gibt es das erste Mal richtig geiles Zeug. Lasst euch überraschen. So long, Markus.